Der Thronfolger der österreichisch-ungarischen Monarchie ist wahrscheinlich in Sarajevo ermordet worden. Woher wissen Sie das? Reisende haben die Nachricht in der Stadt verbreitet. Dann ist ein chiffriertes Telegramm angelangt. Leider verstümmelt. Der telegrafische Verkehr ist offenbar infolge des Gewitters gestört. Eine Rückfrage ist bis jetzt unbeantwortet geblieben. Die Leute versammeln sich schon in der Stadt. Wir müssen das Fest abbrechen. Die Nachricht ist nicht wahr. Sie ist halt nicht wahr. Es soll mir einer nachweisen, dass es wahr ist. Auch ein Gerücht genügt. Aber meine Herren, Bosnien ist weit von uns entfernt. Auf Gerüchte geben wir nichts. Was mich betrifft, ich pfeife auf noch andere Thronfolger. Der Herr Thronfolger ermordet ist so. Erstens, wir wissen nichts Sicheres davon. Zweitens, was ist die Unterhaltung auf Deutsch fortzusetzen? Dann will ich auf Deutsch sagen. Wir sind übereingekommen, meine Landsleute und ich, dass wir froh sein können, wann das Schwein hin ist. Jemand sollte ein Fenster aufmachen. Kommen Sie. Jetzt wüsste ich keinen Inhalt mehr, vertragen keine Zeug. Ich weiß, dass seine kaiserköniglichen Hoheit, der Herr Erzherzog Thronfolger, wirklich ermordet worden ist. Mein Großvater hat dem Kaiser das Leben gerettet. Ich, sein Enkel, das Haus unseres allerhöchsten Kriegsherrn beschimpft wird. Die Herren betragen sich über mir, Lavitz. Komm da! Wer noch ein Wort gegen den Toten sagt, den schieße ich nieder. Major Zoglau, befehlen Sie ihm zu schweigen. Herr Leutnant, lassen Sie uns. Thank you.